Hi, 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 wir sind wieder Fehlplatz. Wir haben uns jetzt überlegt, wir haben es heute den 24.06.2010 um 19 Uhr und wir versuchen jetzt einfach nochmal auf die Schnelle, also ganz kurz, in 1,5 Stunden spielt Deutschland gegen Ghana, ist der Anpfiff und ganz genau. Und wir versuchen jetzt in diesen 1,5 Stunden noch irgendwie was zu essen aufzutreiben. Das heißt, wir fahren jetzt mit ca. 180 km/h durch die Stadt zum Aldi, werden da uns Chili con Carne beide holen. Auf, wo zählt das nur für 1,99, 2,99? Jetzt sind erstmal noch was für den Dosen. Ich denke, wir nutzen keine Dosen. Was? Ich denke, wir nutzen keine Dosen. Ja, wir brauchen das. Ach, du und du in deine Dosen. Wir brauchen eine Dose Mais. Wir brauchen 2 Dosen oder 3 Dosen Kidneybohnen. Dann sind wir hier das schon mal beim Fleisch, aber gehackt ist am besten. Ja, aber nicht beim Fisch, ne? Halbes Kilo. Gehackt ist. Hackfleisch gemischt. 500 Gramm. Okay, wie viel brauchen unsere Zuschauer? Also wir machen für 3 Personen, dann müsste das Ganze reichen, für 3 Personen nehmen wir 2 mal 410 Gramm Kidneybohnen, eine so eine Dose Mais, das reicht aber auch eine kleine Dose Mais, weil wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Mais reinmachen, weil sonst das Ganze übersüßt wird. Dann brauchen wir für 3 Personen ungefähr 500 Gramm gehacktes, wer ein bisschen mehr natürlich mag. Ich bin für alles offen, du. Das ist er wirklich. So, dann brauchen wir noch diese komischen Maggi-Tüten, die kennst du. Nehmen wir niemals von Maggi. Von Maggi schmeckt alles kacke, aber von Knorr, das ist gut. Ja, du bist. Ich würde gleich machen, aber es ist einfach so. Weil Maggi, ungelogen, schmeckt nach Pups. Reis. Dann warten wir. Ja, und nee, wir brauchen einen Mitbeutel. Mach mich reins. Noch heute. Eine Packung sollte reichen, das ist 4 mal 125 Gramm. Reicht. Geht ja noch auf, wird dick, wie eine griechische Frau nach der Hochzeit. Hier kannst du bezahlen. Okay, dann müsst ihr zusehen, dass ihr das Essen und die Zutaten gut nach Hause bringt. Okay, also wir sind jetzt gerade frisch vom Einkaufen wiedergekommen. Wir haben es 7:30. Und wir haben gekauft für 3 Leute Kidneybohnen, 2, gehacktes, Mais, Reis, dann diese Dinger wie eben besprochen, davon gleich 2, ein paar Chips für heute Abend, Erdnussflips, genau, und hinten steht Pizzateig. So, dann brauchen wir für das gehacktes brauchen wir eine Pfanne, da müssen wir dann Margarine reinmachen oder Öl, am besten Sonnenblumenöl oder was wir auch immer nehmen möchten, Pflanzenöl, da machen wir ein kleines Stückchen rein. Du hast einen Messbecher irgendwo. Wer ist kaputt hier in dem? Messbecher. Da ist die Kamera angehackt. Sehr, sehr gut. So, wie eben besprochen, brauchen wir 600 Gramm. Es macht mir so viel Spaß. Ja, wir haben 2 Dinge, die machen einfach da rein. Wir machen ja eins nach dem um die Leute abzulenken vom Denken. Es macht dir so viel Spaß, dort auf dem Pass. Tot zu rühren. So, dann Kidneybohnen. Dasselbe macht ihr dann mit der zweiten Dose. Gut abtropfen lassen. Jetzt nehmen wir einen Dosenöffner. Vorzugsweise einen deutschen. Hör mal, draußen ist Wuvuzela-Applaus. Nicht so viel. Nur ein bisschen. Und schon mal eine ganze Dose gekauft. Also nur für die Farbgebung im Prinzip. So, jetzt machen wir das Vorbereitete von eben hier rein. Es war einmal ein Kind, vor gar nicht langer Zeit. Sie kam in mein Dorf, war das Grundfest nicht weit. Ihr Vater war ein Patent, ihre Mutter war das ist für euch einmal selber Reis gemacht. Das hier können wir halt so auf Stufe 1 oder 2 machen. Ich brauch es nicht zu sagen, wie weit ich noch bin. Und der älteste ist Hagen, seht ihr da gerade nach Stürm. Und die ganze
das Doofe ist, bei den nicht wirklich frischen gehacktes, wenn man das anschließend ein bisschen würzt, hat man dann extreme Fettfinger. Und dann kann man diesen Film richtig abkratzen mit den Fingern. Hier sieht man die ganze Speckschicht davon, das ist absolut eklig. Paprika. Braucht man nicht so viel. Okay, erklär nochmal ganz schnell warum. Also, wir hatten ja jetzt, oder jetzt ist ja erstmal diese ganze Würze oben drauf: Pfeffer, Paprika und Salz. Und wir wollen das natürlich überall gleich besser verteilen, ganz gehackt ist. Deshalb wird das jetzt richtig schön verknetet. Anschließend kommt nachher noch mal ein kleines bisschen vielleicht Pfeffer und Paprika dran. Und es riecht dann auch vor allem immer schön. Sekunden, kann man das ja rumkneten, ich glaube, das ist nicht überall komplett. Wir haben ganz normales Pflanzenöl aus Raps genommen. Das kommt hier, ist das Tor mit hier. Ich nehme die ganze Stimme noch mal auf 4. Einfach nur aufschreißen, weil Umrühren ist einfach drin. Sieht auch professionell aus, glaube ich. Ja, ich glaube, bitte mach deinen Namen weg. Mau! Das heißt, wenn wir hier nochmal was aufholen, wie sowas hier, Kochwürfel, Reis, nochmal hoch. Weg! Dann, das können wir erstmal irgendwo hinkriegen, dass es auch schöner aussieht, oder? Wichtig ist Ordnung in der Küche. Ja. Denn Ordnung ist das eigentlich das ganze Leben. Ja. Aber das ganze Leben besteht nur aus Ordnung. Was sagen diese ganzen 14-jährigen Mädchen, deren Leben total im Arsch ist und sagen, oh, mein Leben ist totale Unordnung? Was redest du denn? Was ich wirklich will. Nur was mich besonders eine stört. Was machst du jetzt? Ihr Name bei MySpace und sie ist nicht böse. Sie ist eine schöne. Das brauchen wir gleich. Wofür? Nur so einen Namen geben. Damit werden wir das ganz putzen. Nehmen wir mal Gertrud Gerhardt in die Hand und geben das Ganze erstmal einen kleinen Fetzen. Sieht bestimmt eklig aus, wenn irgendetwas im Ganges kommt. Was soll im Ganges kommen? Eine Leiche. Die von unten nach oben geschwemmt wird. Und der Reis, der ist auch schon am Kochen. Tu mir bitte ja, so ganz langsam. Wir haben es jetzt gerade mal 10 nach halb 8. Den Mais, Reis kochen. Alter. Ja, warte. Machst du Lady Gaga? Ja. Die ganze Zeit, oder? Immer. Ach ja, während ich gerade zu euch spreche und irgendwelchen sinnlosen Scheiß erzähle, brennt im Hintergrund die halbe Küche an. Aber ist okay. Was auch wichtig ist, wenn der Reis so beim Kochen ist, Salz zuzugeben. Ja, Salz. Ruhig ein bisschen mehr. Das darf man natürlich nicht vergessen. Echt wenig. Ja, also packt es wirklich. Es sieht aus, als ob das Fleisch mit ein paar Kackestücken in unten. Und noch nicht mal mehr als 5 Euro ausgegeben. Ja. Na gut. Oh, das ist Max. Und dass wir uns einfach ein bisschen fitter halten können. Zwischendurch können wir ja noch ein bisschen Atmungsgetraining machen. Ich fang an. Oh ja. Na, tut das gut, tut das ah, gut. Ah, du hast so geile Beine. Schade, dass sie im Arsch enden. Ja. Heidi Klum steht nämlich total auf ihre Beine und deswegen... Ja, Heidi Klum ist so ein Beinfetischist. Deswegen hat sie auch Ziel geheiratet. Ja. Weil wir wissen, besteht er nur aus Beinen. Genau. Max, komm. Ich mach die Schauerei nicht weg. Wir haben jetzt das Gehacktes, was wir angebraten haben und anschließend in der Pfanne noch ein bisschen mit Pfeffer gewürzt haben. Haben wir jetzt mit hier in der Chili con Carne reingemacht. Ihr könnt euch ungefähr so vorstellen, dass die Kotze eines bulimiekranken Mädchens so aussieht. Ja, die muss genauso aussehen, vor allem wenn sie gerade Chili con Carne gegessen hat. Wenn die Kotze eines bulimiekranken Mädchens nicht so aussieht, ist sie auf jeden Fall ungesund. Ach, die haben es gerade an sich gemacht. Ich würde sagen, das schmeckt wirklich gut. Es ist verdammt warm. Es ist auch sehr würzig. Und durch das Warme und Würzige kommt die Schärfe richtig rüber, wo wir auch richtig hier, ne, wir schwitzen richtig. Ganz genau, wir müssen uns da Rutsche runterlaufen. Eigentlich kann man das nicht auf Video, dass ich deine Mutter heiß finde. Oh, jetzt schon. Doch.